Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich euch das Album Medusa von Loredana vorstellen. Das Ganze gibt es natürlich in der limitierten Fanbox zum Unboxing für euch von mir. Wie gewohnt. Ja, meine lieben Freunde, das zweite Album Medusa von Loredana ist am Freitag, den 4. Dezember erschienen. Den Link zur Box, zum Album und zum MP3-Download gibt es für euch natürlich hier unten in der Videobeschreibung. Gut, so viel dazu, liebe Freunde. Wir starten mit dem Unboxing. Ihr könnt mir an dieser Stelle natürlich gern wieder euren Lieblingssong von der Interpretin einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Und wir starten mit dem Unboxing. Los geht's! So, das Ganze kann ich hier heute ganz einfach öffnen. Die Box ist ja nämlich schon ein bisschen, beziehungsweise die Folie war ja schon ein bisschen angehackt. So, die Folie ist ab und als erstes schauen wir uns natürlich erst einmal das Boxdesign an. Wir haben eine relativ große Box, also keine Standard-Deluxe-Box, so wie man es sonst kennt, und eine komplett schwarze Box. Auf der Vorderseite der Box sieht man hier so ganz schlecht geschrieben, oder zumindest man sieht es relativ schlecht. Medusa ist ja so eingeritzt. Okay, wie gesagt, komplett ringsherum schwarz die ganze Box. Und auf der Rückseite haben wir jetzt hier noch einen Barcode und die unterschiedlichen Logos. Okay, gut, Boxdesign gefällt mir jetzt schon mal nicht so ganz, passt natürlich zum Titel Medusa, aber man hätte trotzdem vielleicht irgendwie so einen Schlangenkopf hier vorne drauf machen können, dann Medusa oder so. Aber gut. Okay, also Boxdesign ist schon mal nichts Besonderes und dafür ist das Ganze hier recht schön verpackt. Okay, gut, dann werde ich das Ganze erstmal, obwohl, wisst ihr was, Freunde, ich mache mal den einen Trick. Vielleicht muss man das Ganze nicht öffnen. So, und als erstes schauen wir uns natürlich das Wichtigste an und zwar das zweite Album. Das Album gibt es übrigens auch in der physischen Variante zu kaufen. Meistens ist es ja so, dass es die Alben nur in der Box mittlerweile gibt, also als physische Variante. Aber das Album gibt es auch so zu kaufen. Okay. Gut, also wir haben jetzt auch ein komplett schwarzes Cover. Aber allerdings, Freunde, hier drauf sieht man Medusa richtig gut. Also besser als vorne auf der Box. Und das Ganze fühlt sich so ein bisschen wie Kunststoff an. Also nicht wie Papier, sondern so ein bisschen wie, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen gummiartig. Okay, Medusa. Auf der Rückseite sind keine Songs aufgelistet. Gut, dann schauen wir mal rein. Hier haben wir als erstes die Interpretin auf roten, oder auf dem roten Hintergrund, Loredana. Und hier haben wir die Schlange. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn das vorne auf der Box drauf gewesen wäre. Und hier haben wir die CD komplett rot. Und hier haben wir das M für Medusa. Gut, okay, sehr schön. Also ich muss sagen, von drin gefällt es mir schon mal besser als von draußen. Wie gesagt, das Cover hätte man ja ruhig verwenden können. Gut, dann schauen wir mal ins Booklet rein. Und da haben wir jetzt wieder Loredana drauf. Und wir haben ein Posterbooklet. Okay, sehr gut. Dann haben wir einmal das Motiv, was wir gerade gesehen haben, nur mit grauen Hintergrund. Wie gesagt, hätte mir wesentlich besser gefallen als Albumcover. Medusa, Loredana, dann sehen wir hier die Interpretin mit der Schlange. Okay. Und auf der Rückseite sind die Songs aufgelistet. Das hat jetzt hier hinten auf der Hülle gefehlt. Insgesamt sind auf dem Album 12 Songs drauf. Ich habe mir bis jetzt noch keinen Song angehört. Werde mir dann das Album aber auf jeden Fall mal anhören. So, dann haben wir hier das Motiv, die Schlange. Hier haben wir jetzt noch ein paar andere Bilder von der Interpretin. Und hier steht noch ein bisschen was geschrieben. Die ganze Welt ist gegen mich. So viele Schlangen, doch ich habe das Gegengift. Ja, gut, wer Leute abzieht, der braucht sich nicht wundern, aber das ist ein anderes Thema, dazu möchte ich hier nichts sagen. So, gut, das war das Booklet, also ein Posterbooklet, sehr schön. Also, das Album. Dann haben wir als nächstes, was ist das? Als nächstes haben wir ein Tuch, also ein Bandana, okay. Stoff ist auf jeden Fall schon mal richtig gut, fest ist richtig gut an. Und wir haben auf dem Bandana oder auf dem Tuch, also es wird ein Bandana eher sein,
Medusa, den Medusa-Schriftzug draufstehen. Okay, komplett rot. Aus was besteht das Ganze? 100% Polyester, Egocentrix. Oh, aus Dresden. Schöne Grüße an dieser Stelle. Okay, also ein Bandana, sehr cool. Dann haben wir als nächstes, schauen wir uns jetzt erst, ach, das war's dann schon. Ja gut, okay. Also, als nächstes haben wir jetzt erstmal hier solche Tattoos, die man sich ja drauf machen kann. Finde ich jetzt persönlich immer, was will man damit, ehrlich gesagt. Gut, es gibt vielleicht Leute, die das wirklich benutzen, aber ich finde das jetzt keinen guten Inhalt. Ich hätte mich jetzt mehr über eine Autogrammkarte gefreut oder ein Poster oder irgendwie vielleicht noch eine Bonus-CD oder eine Instrumental-CD als jetzt solche Klebetattoos. Aber gut, ist eine reine Geschmackssache. Okay, gut, dann Freunde, kommen wir jetzt zum letzten Inhalt. Und zwar so eine Boxerhose oder Shorts, wie man das nennt. Okay, was haben wir eigentlich für eine Größe? Größe L und XL. Also Größe weiß ich gar nicht, ob man das auswählen konnte. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Okay, also wir haben jetzt einmal so eine Boxerhose oder Boxershorts. Wir haben einmal hier vorne, also auf diesem riesengroßen Bund, Medusa stehen. Und der Bund ist ebenfalls mit ja, dem Albumtitel bedruckt. Wie gesagt, hier drin Loredana, Loredana und in der Größe L und XL. Also das Ganze sieht wirklich sehr nach Merch aus. Sehr hochwertig auf jeden Fall, kann man nicht meckern. Hier unten hat man so einen weißen, glänzenden Stoff. Also eher wirklich was für Frauen, oder zieht man das als Mann an? Ja gut, das glaube ich eher nicht. Das ist wirklich mehr für die Frauen gemacht. Okay, gut. Also eine Boxershorts oder Shorts, je nachdem wie ihr wollt. Auf jeden Fall sehr hochwertig gemacht, kann man wirklich nicht meckern. Sieht wirklich gut aus, auch wenn ich es jetzt nicht anziehen werde, aber na gut. Okay, liebe Freunde, damit sind wir schon wieder mit dem Unboxing durch. Ich werde euch natürlich ganz kurz nochmal alles in die Übersicht legen, was ihr in der Box zum Album Medusa bekommt. So, also, ihr bekommt als erstes diese Tattoos. Wie gesagt, ich habe damit keine Verwendung. Ich hätte mir irgendeinen anderen Inhalt gewünscht, aber gut, wie gesagt, reine Geschmackssache. Dann bekommt ihr ein Bandana mit dem Medusa-Schriftzug drauf. Wirklich sehr cool gemacht. Guter Stoff, fässt sich gut an, sieht gut aus. Dann die Boxershorts oder die Shorts, je nachdem, in der Größe L und XL. Sehr hochwertig gemacht, kann man wirklich nicht meckern. Ich habe jetzt keine Verwendung dafür, aber wie gesagt, wirklich gutes Produkt, kann man nicht meckern. Und dann, liebe Freunde, noch das Album mit insgesamt 12 Songs. Gut, das war's schon wieder mit dem Unboxing für heute, liebe Freunde. Ich hoffe, mein Unboxing hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Und ansonsten gehen natürlich schöne Grüße raus an Loredana. Viel Erfolg mit deinem neuen Album. Bleib in Zukunft sauber. Und ich hoffe natürlich, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's soweit. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.